unserem Leben gibt es immer mal wieder Notwendigkeiten, Phasen, Veränderungen, wo etwas Neues angesagt ist. Zum Beispiel einen Umzug. Ich weiß, wovon ich rede, weil wir dieses Thema schon öfter mal durch haben. Und ich stelle immer wieder fest dabei, dass wir beim Umzug uns konzentrieren auf das Neue, was vor uns liegt. Wir packen, wir schmeißen Dinge weg, wir sind konzentriert darauf, wie wollen wir die Dinge anders machen, was werden wir verändern, wie wird sich unser Tagesablauf verändern, welche Wege werden wir fahren. Wir beschäftigen uns wochenlang mit diesem Thema, wie wird es sein, wenn wir dann in dem neuen Haus, in der neuen Wohnung sind. Mir fiel ein, dass ich da sehr beschäftigt bin, dass es mich nachts beschäftigt, dass ich darum bete, dass ich in Gedanken damit unterwegs bin. Fixiert auf dieses Thema, wo werde ich demnächst hinziehen? Was mir bei diesem Thema wieder mal ganz neu aufgefallen ist, das ist, dass wir sehr auf das Irdische hier bezogen leben. Dass wir uns überhaupt keine Gedanken machen, wie wird es sein, wenn ich mal in meine letztendliche Heimat zu einem bestimmten Zeitpunkt, der in meinem Leben gesetzt ist, umziehen werde. Wie ist das, wenn ich zum Herrn umziehen werde? Hast du Lust auf Himmel? Macht dir das in deinem Tagesablauf irgendwie mal Gedanken, dass du darüber nachdenkst, sag mal, wie ist das eigentlich, wenn ich in den Himmel umziehen werde? Neulich sagte mir jemand, eigentlich müssten wir Kinder Gottes doch jeden Tag uns eine oder zwei Minuten Zeit nehmen, um gerade über dieses Thema nachzudenken. Lust auf Himmel. Wie wird es sein, wenn ich dahin umziehe? Wir sind irdisch gesinnt und das ist auch in vielen Dingen gut so. Wir sollen mit den Füßen fest auf der Erde sein, aber doch mit dem Kopf im Himmel. Jemand hat mir einen kleinen Zettel geschrieben, da steht drauf, sei nicht so irdisch gesinnt. Und das war gut für mich. Dieser Zettel klebt heute noch an meinem Computer, damit ich mich ständig daran erinnere, nicht nur so felsenfest mich hier auf der Erde, in meinem Alltag, in meinem kleinen Beritt so einzugraben, dass ich vergesse, dass ich hier nur übergangsweise bin. Eigentlich möchte ich in meinem Herzen Lust auf Himmel bewahren. In der Bibel hören wir, wie der Apostel Paulus sagt, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Weißt du, Jesus Christus lebt jetzt schon in uns. Wenn du eine Beziehung zu ihm hast, lebt er in dir. Aber wir werden ganz mit ihm zusammen sein, wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ihm in den Himmel umziehen. Vielleicht machst du dir mal Gedanken darum. Hast du Lust auf Himmel? Ich wünsche dir auch in dem Bereich, dass du erfährst, Gott hat mehr für dich.